Hey zusammen! Willkommen zurück zu Mega Man 2. Wir machen mit Flashman weiter. Ready to rumble! Wie immer. So, wir gucken uns jetzt zuallererst einmal die neue Fähigkeit an. Ich glaube, das war die erste. Hol! Ah, die Plattform. Okay, die kenne ich noch. Die kann schon relativ hilfreich sein, besonders weil man, soweit ich weiß, mehrere gleichzeitig davon machen kann. So. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal neu let's playen würde, dann würde ich zuallererst zu, nicht Woodman, sondern Metalman gehen. Weil irgendwie im Internet ganz oft steht, dass man eigentlich zuerst zu dem geht, weil der eben die allerstärkste Attacke hat. Was war hier? Ich glaube, hier brauche ich das C. Kann mich das... Nee. Nein! Nein! Oh. Ja, ist okay. Ist okay. Nehmen wir die normale Fähigkeit. Hui! Nein, da will ich hin. Dann gehen wir auf jeden Fall eben hier hin und rüsten uns mit der Fähigkeit aus. Seht ihr mal, Leute, da ist das eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen, weil wir die Fähigkeit jetzt erst gerade bekommen haben. Nein! Nein! Komm, komm, schneller. Ach, verdammt. Uah! Perfekt. Mal, dass man mittendrin nicht switchen kann, ist auch ein bisschen doof. So, und ob es hierfür auch eine andere Fähigkeit gibt, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ich meine, bei Mega Man 1 war das so, dass man da mit der Gutsman-Fähigkeit und mit der... Oh, cool. So komme ich an dem vorbei. Und mit der Elektrofähigkeit beseitigen konnte. So was ähnliches. Was erwartet mich jetzt hier? Uah! Nee, brauche ich gar nicht unbedingt. Das ist halt die Frage. Ja, komm, wisst ihr was? Ich speichere mal eben. Das sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich will da jetzt auf jeden Fall den richtigen Weg gehen. Okay, ich glaube, ich bin Rick-Dick. Ich gehe mal hier lang. Nein! Ah, okay. Also, nichts passiert. Hab ja nicht geladen. Solange ich nur ein Safe-State gemacht habe und das nicht benutze. Nein! Ah, oh, fuck! Ist doch alles soweit okay. Oh, bin ich hier richtig. Ah, cool! Schneller, schneller. Oh, das war knapp. Au, E-Tank, yay. Haben wir jetzt schon zwei Stück. Und keinen davon brauchen wir wahrscheinlich. Ja doch, wahrscheinlich später. Oh, da kam, nein. Da kam echt ein Leben raus. Verdammt, was mache ich jetzt? Nein. Oh, shit. Nein, lass mich. Uah. Go. Okay. Dann. Wer war denn zuletzt? Warte mal, ich guck mal eben nach. Warte, ich sehe es ja auch an dem heutigen. Also an dem für euch gestrig hochgeladenen. Wie heißt es? Part. Genau, Part. Bubble Man und Heatman. Ach, Heatman-Fähigkeit, okay. He. Ist er das? Ja, ich denke schon. Die Heatman-Fähigkeit. Heatman. Dann komm mal her, Spacko. Was? Ja, okay. Geht. Gab schon effektivere Sachen. Alter. Der kann ja die Zeit anhalten. Okay, Name macht Sinn. Uah! Nein. Ja, er ist tot. Und wir haben 4 Leben und 2 E-Tanks. Heatman. Get equipped with Time Stopper. Wie immer sehr einfallsreiche Namen, aber was soll man das sonst?
Was soll man da sonst für Namen eintragen? Message from Dr. Light. Eine neue Fähigkeit. Item 3. Completed. Get your weapons ready. Was war das denn? Mit dem einen fliegt man, mit dem anderen kann man nach oben. Item 3. Nein, nein, kein Passwort, nein. Oh, jetzt könnt ihr cheaten, Leute. Jetzt habt ihr das Passwort. Stage select. So, speichern wir mal eben. Und dann gehen wir zu Quickman. Badababa. Der sieht cool aus. Nanananana. Oh ja, die Musik ist auch schön fresh. 3. Ah, okay. So eine Art Mischmasch aus den beiden Sachen. Ich glaube, da kann man dreimal drauf springen. Nee, oder? Warte mal. Hat das keine Bedeutung? Ach, keine Ahnung. Egal, wir haben 5 Leben. Weiter geht's. Okay, nee. Woodman. Perfekt. Boah. Die Fähigkeit ist so gut, Mann. Die ist einfach so geil. Oh. Wow. Oh nein, ich erinnere mich. Oh nein. Wenn man davon einmal getroffen wird, ist man direkt tot. Das ist richtig schön. Nein. Oh. Oh verdammt. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Ach cool. Direkt tot. Naja, egal. Ich glaube, da war ein E-Tank und ein Leben. Aber was soll's. Nice. Hallo. Seh nix. Okay. Ist es hier? Wow. Boah, das ist so unfair. Das ist so... Boah, ist ja krass, ey. Also direkt nach links im Prinzip, wenn ich da in dem Raum bin, in dem neuen. Yay. Ah. Dann füllen wir das mal eben auf. Boah. Gar nicht übel. Uah! Uah! Na, und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht aufpasse, verliere ich erstmal meine ganzen Leben. Ah, obwohl, warte mal. Weh. Quick Flash. Flash, man. Flash. Ahaha, das geht. Ahaha. Ist ja geil. Wie witzig. Ich brauche mir gar keine Gedanken machen. Nee, ist mir gerade so eingefallen, weil... Weil im Prinzip habe ich die Fähigkeit ja davor bekommen und deswegen, da passt ja eigentlich. Nein. Nein, da war ein Leben. Alter. Nein, 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 nein. Alter Falter. Okay. Ich kann ja anscheinend auch nicht stoppen, die Fähigkeit. Was ich gerade ziemlich nervig finde. Aber schon cool. Schon geil, ey. Yay! Komm. Nein, meins. Das ist eben der Vorteil, wenn man gerade kurz unsterblich ist, Leute. Oh. Ja, genau. Ja, ja. Wie unfair ist das denn? Ja, klar. Natürlich. Wisst ihr was? Warte mal. Obwohl, nee, dafür habe ich gar keine Punkte. B, was ist denn B? Alter. Soll ich denn da machen? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ma, ist das unfair. Weißt du was? Standardwaffe. Natürlich! Ach, der macht ja... Oh, die Maschinen machen ja so viel Schaden, ne? Jetzt sag mir nicht, ich bin wieder... Och nein.
Das finde ich gerade ein bisschen unfair. Ach so, und hier schon mal eben eine kleine Warnung bzw. Ankündigung. Mega Man 3 wird vermutlich nicht direkt nach Mega Man 2 gestartet. Ich merkte ja jetzt schon, dass bei Mega Man 2 das Interesse relativ sinkt. Und deswegen habe ich mir überlegt... Scheiße, ich habe keine Fähigkeit mehr dafür. Ich habe mir überlegt, lieber... Ja, natürlich. Lieber erstmal eine kleine Mega Man Pause zu machen und dann irgendwann mit Mega Man 3 weiterzumachen. Ja, dann bleibe ich jetzt so lange hier, bis ich die Fähigkeit wieder voll habe. Ich glaube, dafür sind die auch da. Na komm. Gehen wir wieder zurück. Ma! Ma! Na toll. Hallo! Na? Nein! No. Vielleicht bekommen wir sogar noch ein paar Leben. Wer weiß. Mit ein bisschen Glück. So. Flash! Zack! Es gab irgendwann auch mal so eine Fähigkeit, glaube ich, oder ein Item, was komplett alles wieder aufgefüllt hatte. Also jetzt die Special Points. Nicht die normalen. Ach komm, nehmen wir mal einfach das. Hui! Alter, verreck doch mal. Krass! Hat anscheinend gar keinen Schaden gemacht. Ah, okay. Kann ich auch mitleben. Uah! Wieder zurück. Nein! Ja! Uah! 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 Yep, da haben wir's. Perfekt! Dann gehen wir mal. Sollte eigentlich funktionieren. Ah, schade. So, okay. Flashman-Fähigkeit. Nein! Ich will die Fähigkeit danach stoppen können, aber es geht einfach nicht. Ja, toll. Ja, klar. Oh. Nein. Oh, ich hätte nicht springen dürfen. Verdammt. Aber rutschen ging immer noch nicht, oder? Nee. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ja, toll, wisst ihr was? Ich glaube, es ist sinnvoller, einfach mal Game Over zu gehen, ja. Gut, Leute, ich würde sagen, dann stoppe ich mal eben hier, töte mich jetzt eben noch einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit 3 Leben, schätze ich mal. Ja, bis gleich. So, Leute, kann weitergehen. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, ein Leben mehr, als man normalerweise hätte, weil ja am Anfang und direkt oben ein Leben steht. Boah, what the fuck, ey. Ich probiere es jetzt einmal so. Kann ja sein, dass ich jetzt schaffe. Alter, das ist so eklig, ne? Es ist einfach so... Nein! Oh! Next! Oh! Ja! Okay! Hoffentlich hält das lange genug. Ich glaube, da unten gibt es auch gleich nochmal so ein Teil, oder? Zum Aufheben. Ah ja, hier. Nice! Das hat sich gelohnt. So. So, ist okay. Ach, das ist so scheiße, dass man das nicht stoppen kann. Was mache ich denn jetzt? Nein! Ja, klar. Es ist einfach so unfair, teils. Nein! Komm! Ja, genau. Zack! Komm! Oh Gott! Da, ich gehe nicht nach links, nein. Ich gehe nicht nach links, da kommt dann wieder einer und da habe ich echt keinen Bock drauf. Danke!
Flashman-Fähigkeit. Hui. So, noch einer. Hä? Hm? Hä? Noch einer? Nein. Ah, Dr. Wily. Dingens. Tür. Hui. Ah, ich erinnere mich. Wenn das jetzt wirklich so ist, wie in meiner Erinnerung, dann ist das episch, der Kill. Und? Ja, der kriegt Schaden dadurch, dass ich die Zeit anhalte. Aber verdammt, das bringt ja nicht wirklich viel, weil ich gerade keine... Okay, davon bekommt er auch viel Schaden. Und geht natürlich auch. Das wusste ich jetzt nicht. Das war vielleicht das Erste, was ich ausprobiert habe. Aber so schnell kann es dann halt gehen, ne? Wenn man ein bisschen Glück hat mit den Waffen. Ich glaube, man kann ihn auch gar nicht töten, wenn man die Flashman-Fähigkeit auf volle Pulle hat. Das bringt dann immer noch nichts. So, get equipped with quick. Achso. Quick Boomerang. Boomerang. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eben noch hier die Metal Man Stage in diesem Part. Alter, das ist Part 3 und ich bin schon... Ach, egal. 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 Oh Gott. Ja, das kann was werden. Hui! Oh, E-Tank. Hä? So einfach? Okay. So, und das da oben, was ist denn da oben? Lacht mich gerade irgendwie an. Ja. Oh. Ist da irgendwas? Haha, schade. Wäre zu gut gewesen. So, Flashman-Fähigkeit. Aua. Och man. Egal. Geht das? Lol. Ist natürlich auch ganz nett. Episch die Fähigkeit. Richtig geil. Woo! Ah. Hier gab es sehr viele Leben, glaube ich. Sehr viele Items. Mal, wenn man den mal getroffen hat. Wow. Komm, Leben. Gib mir Leben. Danke. Und go. Oh yeah, oh yeah. Wenn ich hier einmal richtig abräume, dann geht's gut ab. Gleich bei dem Endboss. Mal, ich will... Ich will doch einfach nur Leben haben. Haha, voll nervig. Na klar, übertreib doch mal. Komm. Okay. Warte mal, Flashman-Fähigkeit vielleicht. Naja, okay. Die füllen wir eben noch auf. Sofern jetzt hier gleich noch ein paar Schrauben kommen sollten. Ach verdammt, jetzt kommt. Nee, warte mal, Sekunde. Da könnte ich ja rein theoretisch die Fähigkeit nutzen. Ach, oder von mir aus auch die hier. Hui! Ach, guck mal. Wie viel habe ich? 5. Yay! Und 3 Energy Tanks, glaube ich. Keine Schrauben. Boah, ich fand Teil 7 so gut, ne? Wegen einer speziellen Sache, die ich jetzt hier noch nicht erwähnen will. Es ist einfach so gut gewesen. Diese eine Fähigkeit hat so viel Spaß gemacht, dass das ganze Spiel dadurch besser wurde. Wahrscheinlich habe ich da deswegen früher auch so oft gespielt. Ich erinnere mich zwar nicht mehr wirklich daran, was da so abging, also was es da so gab. Ich weiß nur noch, dass es da eben eine schöne Fähigkeit gab. Und weißt du was, hier fliege ich jetzt mal eben nach rechts. Das sieht schon wieder so aus, als wenn da irgendwas kommen würde. Ja, oder auch nicht. So geht's, ja, so geht's natürlich auch. Rodman-Fähigkeit. Komm. Ja. Na, oh, toll. Okay, dann nehmen wir lieber die. Hahaha. Nice. Und noch ein E-Tank. Geil. Stapelt sich das? Ich habe nur noch einen.
Ach, die gehen weg, wenn man stirbt. Also Game Over geht. Nice. Gut zu wissen. Ja, gehen anscheinend weg. Naja, halb so wild. Hab jetzt wieder zwei. Komm, fahr mich. Hui. So, Woodman, Woodman, Woodman. Zack. So episch. Ich finde schade, dass man die Flashman-Fähigkeit nicht gleichzeitig mit irgendeiner anderen verwenden kann. Weißt du, so Flashman-Fähigkeit aktiv und dann, weiß ich nicht, ballerst du die ganze Zeit auf den Boss. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu OP. So, welche Fähigkeit habe ich bekommen? Ich habe gerade echt keine Ahnung, was war denn das für eine? Shit. F oder C war es nicht. Q? Ah ja, der Bumerang. Genau. Ah! Ma! Alter, der geht ja mal richtig. Okay, die Reihenfolge war doch perfekt. Also ich hatte jetzt eigentlich immer die Waffe, die den Gegner am schnellsten tötet. Ich dachte, das wird jetzt schwieriger gegen den. Ich weiß halt nur, dass die Metalman-Fähigkeit sehr hilfreich sein soll. Angeblich. Aber die gucken wir uns dann, denke ich, im nächsten Part an. Metal Blade. Stage Select. Er wieder mit seinem scheiß Raumschiff, ey. Oh, kann er nicht mal einer töten. Yeah. Ab zu Dr. Wily. Diese epischen Effekte. Okay, da ist die erste Stage. Ah! Abonnenten. Ja, ja. Das ist auch schon wieder so lange her, dass ich meinen Kanal zurückbekommen habe. Ging der Text nochmal? Ich hab ihn vergessen. Okay, wir gucken uns die Metalman-Fähigkeit doch noch eben an. Hui! Alter. Komm, gib mir Leben. Ey, kann man ja super gut farmen. Also für die, die es nicht kennen, kann ja sein. Ich hatte ja mal einen Kanal, der German Let's Play hieß, und den habe ich dann irgendwann wiederbekommen, weil er eben gesperrt war. Alter, übertreib doch nicht so. Und dann habe ich eben auf diesem Kanal ein kleines Lied hochgeladen, und das Lied ist eben das hier, was man gerade hört. Einfach mal youtube.com/German Let's Play eingeben. Das ist, glaube ich, auch in der Beschreibung verlinkt. Und da dann das erste Video direkt. Sollte man eigentlich direkt gefunden haben. Jetzt verreck mal. Gib mir doch mal ein Leben, Mann. Ein Leben. Komm schon. Ach, verdammt. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Ich mache dann jetzt hier einen Cut. Und wäre natürlich nett, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet. Bis dann. Tschüss.